Erster Bereich, im ersten Moment gehe ich jetzt hin, wir nehmen die Erde und fühle diese hintere Schiene auf, sodass ja das, da hatte man ja vorher diese Pfosten gesetzt. Und dann gehen wir hin, wir haben hier das kleine Gefälle, man hat hier so drei kleine Terrassen, drei Stück, also eine größere so Art Wanne, dann ein Zwischenbereich, der dann so überfließt und dann unten nochmal so kleine Wanne. Man hat also solche kleine, drei so kleine Minibäder, die so ungefähr so eine Wassertiefe ungefähr in dem Bereich haben, also die laufen dir dann schräg ein, die dann so rein können, wo sie dann auch hübsch reinbaden können, die dann auch nachher später mit Sand auffüllt sind. Und den hinteren Teil, hier tut man hinter ein bisschen Kies auf oder alte Steine, also hier mit Steine, damit unter das Wasser abfließen kann an die Pfosten. Also da ist es besser, wenn das immer wieder um die Pfosten rum haben wir halt Steine. Ja. Also da ein bisschen Steine, da können wir Erde ansetzen. Erde, hier ein bisschen mehr Kies. Ah, da haben sie dahinter, schimpfen sie gerade. Mit dem Vorgang habe ich jetzt Folgendes gemacht. Ich habe dieses große Teich, der hatte sich ja abgesetzt. Dann habe ich immer auf der einen Seite
eingeschaufelt, habe das Ganze angehoben. Das sind ja vorne solche Niedrigbereiche, auf denen es aufliegt. Und habe links und rechts drunter verdichtet mit Material, was quasi, wo das Material, also Stein ist und das mit unter reingeschoben. So, weil Stein verdichtet, braucht man ja nicht mehr verdichtet. Man muss es aber unter reinkriegen. Das ist dieser Vorgang, warum dieses ganze Ansinken. Man sieht ja, es ist an manchen Stellen immer noch höher und so, aber das ist nie ganz eben. Und jetzt decken wir das zu. Und da kommt ja nachher auch die Teichfolie rein. Und die muss ja nachher ein bisschen höher sein. Das muss einen Überlauf geben, ja. Und die muss links und rechts, das, links und rechts dazu höher sein. Zwischenergebnis.